Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Endlich mal wieder. Es ist ewig her. Und an der Stelle sage ich euch auch gleich, ich mache einfach keine Versprechungen mehr, was Upload, Zeitpunkt und Intervalle auf meinem Kanal angeht, weil ich kann es am Ende doch nicht einhalten. Ja? Das Kanal-Update-Video, ich hatte so viel vor einfach und es funktioniert zeitlich einfach nicht. Also ich mache jetzt Videos, wie es zeitlich passt und lade sie hoch, wann ich Bock habe. Und ja, da wisst ihr Bescheid. Vielleicht ändert sich das irgendwann mal in Zukunft, aber im Moment ist es anders schwierig. So viel zum Vorgeplänkel. Es fängt gerade an zu regnen, sehr gut. Ich bin heute mit Guido, der da hinten unterwegs ist, in den Odenwald gefahren, zum Felsenmeer. Das haben wir seit bestimmt 2 Jahren, vielleicht sogar seit 3 Jahren haben wir das vor, nehmen uns das jedes Jahr aufs Neue vor und es hat einfach nie gepasst. Entweder hatten wir Zeit und das Wetter war nicht gut oder das Wetter war perfekt und wir hatten keine Zeit. Und ja, heute ist es mal so, dass wir Zeit haben und das Wetter ist gut. Unfassbar. Wie ihr es sehen könnt, ne? Es ist super neblig. Super, super neblig. Ein Knackpunkt, es ist auch super windig. Deswegen, da haben wir auch immer die Bäume mal so ein bisschen im Auge oder im Ohr, besser gesagt. Wenn man merkt so, okay, der Wind wird zu stark und es fangen auch an, wieder Äste zu knacken oder vielleicht sogar zu brechen, dann muss man halt schauen, dass man es dann abbricht, weil das ist dann im Wald einfach zu gefährlich. Im Moment ist der Wind noch nicht so stark, dass das passiert, deswegen ist da noch alles gut. Fotografisch gesehen ist der Wind auch ein Problem, weil man einfach, ja, man hat keine stillen Äste durch die Blätter halt, ne? Also da muss man mit der ISO extrem hochgehen, damit man diese Bewegungsunschärfe durch den Wind halt raus hat. Oh, eben ist es mal relativ ruhig gewesen, eine ruhige Phase vom Wind, sehr cool. Aber ja, das ist, glaube ich, etwas, mit dem man leben kann, mit dem Wind, weil ihr seht es ja hier hinter mir im Hintergrund. Es sieht einfach nur unfassbar geil aus. Also wir sind jetzt hier gerade direkt am Anfang erst. Ah, schön. Es tut einfach gut, mal wieder draußen zu sein. An so einer geilen Location, bei so perfekten Wetterbedingungen und auch einfach keinen Zeitdruck jetzt zu haben. Also wir können uns hier komplett austoben, das ist sehr cool. Ich hoffe, ich kann euch ein paar coole Bilder zeigen. Und ja, dann schaue ich mal, was uns jetzt hier noch so erwartet. Auf jeden Fall gleich hoffentlich erstmal eine Tasse Kaffee noch. Wirklich krass, Leute. Also wir sind hier immer noch an dem ersten Punkt seit über einer Stunde jetzt mittlerweile. Der ist so 5 Minuten vom Parkplatz weg. Also alleine hier kann man sich, glaube ich, schon einen kompletten Tag austoben. Das ist absolut krass. Und das Spannende ist halt auch, man hat ein Motiv von einer Seite fotografiert, geht mal so 90 Grad um die Kurve quasi, guckt mal von einem anderen Winkel drauf. Und das Motiv sieht halt komplett anders aus. Und man kann es einfach wieder von oben bis unten durchfotografieren. Also es ist ein einziger Fotografenspielplatz hier, wirklich. Total krass. Ein bisschen motivtechnisch, ein bisschen überfordert, weil ich bin es nicht gewohnt, wenn ich im Wald bin, dass mich die Motive mit Anlauf so anspringen, wie es hier gerade der Fall ist irgendwie. Und dann, wie gesagt, noch diese überkrassen Bedingungen einfach. Ja, ihr merkt es. Ich bin
nicht sprachlos, weil dafür rede ich zu viel, aber ich bin ein bisschen überwältigt auf jeden Fall. Das ist schon eine sehr, sehr, sehr coole Location hier. Ich bin mal sehr gespannt, wie das hier noch weitergeht, weil wir können noch ein Stück runterlaufen. Der Wald geht ja noch ein bisschen weiter mit den Steinen und so, bevor das eigentliche Felsenmeer, also wo dieser Geröllhaufen ist, losgeht. Und ich glaube, da gibt es Motive ohne Ende. Ja. Jetzt gerade so ein bisschen eine nebelfreie Phase. Also wenn man runter ins Tal guckt, da ist noch ein bisschen, da kommt's, ja, vielleicht kommt er gerade wieder. Na jedenfalls, das Coole hier im Felsenmeer ist, dass man hier überall Spuren von den Römern hat von früher. Und zwar ganz besonders hier diese Säule, die mal angefangen wurde aus dem Fels herauszuschlagen. Und so wie ich das nachgelesen hatte bei der, ist es wohl so gewesen, dass da ein Riss entdeckt wurde. Und deswegen halt diese Säule nicht mehr benutzt werden konnte und deswegen halt hier einfach liegen gelassen wurde. Und deswegen liegt halt hier einfach eine Steinsäule mitten im Wald. Aber ich finde es eine super faszinierende Vorstellung, dass man an dem Punkt, wo man jetzt hier steht, dass da vor fast 2000 Jahren schon Menschen waren, die hier die Steine bearbeitet haben. Und dann auch noch so krass. Und das musste ja auch irgendwie runtergeschafft werden hier vom Berg. Ja, also das ist wahnsinnig faszinierend auf jeden Fall. Wir hoffen jetzt mal, dass der Nebel noch mal so ein bisschen wiederkommt, dass wir da fotografisch noch ein bisschen was machen können, weil jetzt nur Steinsäulen angucken ist jetzt auch nicht so super spannend. Gucken wir mal. Aber ich glaube, allein die Motive und die Bilder, die wir oben schon hatten, die haben sich schon wirklich, wirklich einfach nur gelohnt heute. Ja. So, das war's für heute, glaube ich. Wir hatten jetzt gerade noch so einen ganz coolen Spot. Hat sich auf jeden Fall auch noch gelohnt, glaube ich, mit den Felsen im Vordergrund. So ein bisschen abseits von den Hauptmotiven. Einfach noch ein bisschen was Besonderes. Boah, ich muss hier gucken mit dem Weg, weil das ist ein halber Sumpf hier irgendwie. Und wir laufen jetzt so langsam zurück zum Auto. Guido würde
nochmal arbeiten fahren jetzt. Und wenn es da vorne an dem Spot jetzt nochmal Nebel ist, was halt eben, also wo der Nebel komplett weg war eben, schaue ich mal, ob ich da vielleicht noch das ein oder andere Bild mache. Aber das Video beende ich jetzt trotzdem mal, weil ich glaube, ihr habt schon einige gute Bilder jetzt gesehen. Dürft mir, wie gesagt, immer gerne mal in die Kommentare schreiben, welches Bild euch da am besten gefällt. Ich kann mich jetzt vor Ort zumindest auf gar keinen Fall entscheiden, weil ich finde irgendwie alles jetzt ziemlich cool. Und ja, ich hoffe, das nächste Video dauert nicht allzu lange, bis es wieder eins gibt halt. Und dann bedanke ich mich bei euch fürs Einschalten, wie immer. Gebt dem Video gerne einen Daumen nach oben und abonniert rein, weil Herbst, da gibt es dann demnächst nochmal hoffentlich ein paar gute Nebelvideos. Und ja, dann sehen wir uns bei einem von den nächsten wieder. Bis dahin, Leute, macht's gut. Ciao.